Was mich, glaube ich, wirklich kaputt gemacht hat, war übles Mobbing über 2 Jahre an meiner Schule. Wenn ich die ganze Zeit zu dir sage, du bist scheiße, du bist nutzlos, du bist hässlich, du bringst das eh nicht. Und ich meine, Gott, ist die peinlich. Ich wurde von Partys ausgeladen, ich wurde ausgelacht. Ich habe dann die Notbremse gezogen, als ich über die Straße gehen wollte und mir einfach gedacht habe, boah, wenn das Auto dich jetzt erwischt, ist es vorbei. Geil. Kathi Hummels ist Model, Unternehmerin, Buchautorin und Influencerin. Aber ihr Herzensthema, das ist die Depressionshilfe. Darüber sprechen wir mit ihr und gemeinsam mit der Psychologin Hendrike Schmidt, mit Autorin Ronja von Rönne und Fitnessmodel Fabian Niesel. Kathi, du hast gesagt, dass bei dir früher einige Sachen schiefgelaufen sind, dass du nicht die Hilfe bekommen hast, die du damals gebraucht hättest. Was genau ist denn schiefgelaufen? Also, bei mir hat sich das damals so geäußert, dass ich war sehr, sehr traurig. Ich habe viel geweint, ich habe mich zurückgezogen. Ich war eigentlich immer ein sehr lebenslustiger und wirklich witziger Mensch. Und so ein Klassenclown auch ein bisschen. Also ich war halt immer für den Spaß und mutig und immer so hauruck. Und ich war immer komplett, ja, Center of Attention. Ich habe Leute geliebt. Und dann war es wirklich von der einen Sekunde auf die andere so, dass ich mich zurückgezogen habe. Ich habe auch nicht mehr gegessen. Ich habe Kontakte gemieden. Ich bin nicht mehr ausgegangen. Und das als 15-jähriges Mädchen, das ist mehr als merkwürdig. Gab es bei dir einen Auslöser? Mehrere Auslöser. Also es gab, du kannst das benennen? Ich kann es benennen, okay. Ja. Ich weiß auch dadurch, dass ich so viele Therapien gemacht habe, an was es lag. Ich bin sehr sensibel. Ich bin auch eher ein Schuldmensch. Also ich suche eher die Fehler bei mir als bei anderen. Dann mein Opa ist damals gestorben. Der war eigentlich wie ein Papa für mich. Und der war einfach weg. Ich konnte nicht mal mehr Tschüss sagen. Und das war wirklich mein Anker. Dann hatten meine Eltern eine Ehekrise. Wollten sich auch scheiden lassen. Ich war so das Sandwich-Kind, ich habe das alles mitbekommen. Und dadurch, dass ich ein Schuldmensch war, habe ich immer gedacht, irgendwie bin ich schuld und habe diese Verantwortung versucht zu übernehmen, bin aber nicht klargekommen damit. Und dann eigentlich, was mich, glaube ich, wirklich kaputt gemacht hat, war übles Mobbing über 2 Jahre an meiner Schule. Und das halt in einem Alter mit 13, wo du wirklich eigentlich deine Identität suchst. Wenn sie dir aber von anderen genommen wird, weil die sagen, du bist scheiße, du bist hässlich und du bist nutzlos. Und du hast eigentlich überhaupt kein Selbstwertgefühl mehr, weil du das ja von zu Hause aus nicht mehr bekommst, weil dieser Ort eigentlich weggebrochen ist, weil da hatte ich ja keinen Halt. Und bei meinen Freunden habe ich ihn auch nicht mehr bekommen. Das heißt, wo hätte ich hin sollen? Und dann habe ich halt irgendwann geglaubt, ich bin wertlos und hatte kein Selbstwertgefühl mehr. Und das mit 13, 14. Da ging es noch und dann mit 15... war's vorbei. Da ist echt richtig viel zusammengekommen auch einfach. Ja. Ne? Und das habe ich nicht verkraftet. Ja. Hendrike, ist Mobbing oft ein Auslöser für Depressionen? Ja, also grundsätzlich hat Kathi das ja auch sehr, sehr schön beschrieben. Du hast dich jetzt gerade so als Schuldmensch beschrieben, aber das ist auch was in der Regel passiert bei Mobbing oder häufig passiert bei Mobbing, dass die Betroffenen sich quasi eher selber sozusagen die Schuld auf sich nehmen, weil das ist ja das, was sie einschätzen können, das Einzige, was ich jetzt weiß, ist erstmal, ich kenne ja mich. Und wenn ich weiß jetzt nicht, was bei den anderen ist, also scheint es ja in mir zu liegen. Da sind sich ja auch alle einig, ne? Offensichtlich sagen das ja auch diejenigen, die mobben. Und ich kenne mich, also liegt es wohl an mir. Also das ist tatsächlich irgendwo, wenn man es jetzt mal so durchspricht, erscheint es fast logisch, ne? Dass das dann auch in einem totalen Selbstwert der bricht. Abbruch. Das ist wie eine Konditionierung. Endet, ne? Wenn du zum Hund, ja, die ganze Zeit sagst, komm, hol, 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 holt es dir irgendwann. Wenn ich die ganze Zeit zu dir sage, du bist scheiße, du bist nutzlos, du bist hässlich, du bringst das eh nicht. Und ich meine, Gott, ist die peinlich, ich wurde von Partys ausgeladen, ich wurde ausgelacht. Das macht dir was. Wenn das alle zu dir sagen, weil die sich als Gruppe zusammentun, dann glaubst du das irgendwie. Ja, und in so einer krass sensiblen Phase, ja, ne, wo du ja, wie du gerade auch gesagt hast, sozusagen. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man sich einsetzt, weil die haben ja alle noch gar nicht. Und es ist auch richtig wichtig, dass in dem Fall auch Erwachsene eigentlich eintreten. Ne? Also sowas ist auch, macht mich auch immer mega wütend, ehrlich gesagt. Ne? Dass dann ist so eine ganze Klasse gegen eine. Und also ich habe jetzt noch keine erwachsene Person gehört in deiner Geschichte, die dir dann beiseite gestanden hat. Und das würde mich mega interessieren, wie hast du das denn dann geschafft, eigentlich Hilfe zu bekommen? Also
Das ist ein langer Weg, erst mit 21. Oh. Meine Mutter hatte früher selbst eine Magersucht und hat dann gedacht, aufgrund meines Gewichtsverlusts habe ich das auch. Und sie hat wirklich versucht, mir zu helfen, aber niemand hat verstanden, was mit mir los ist, weil ich immer gesagt habe, ich bin so traurig und ich weiß nicht, was das ist. Mhm. Und dann war es halt auch so, ja, dann jetzt reiß dich doch mal zusammen. Bist doch ein hübsches Mädchen. Da kann man doch nicht traurig sein. Kathi, mit 21 hast du dich entschieden, eine Therapie zu machen. Kannst du noch mal sagen, warum in dem Moment und auch welche Skills und was du in der Therapie gelernt hast und warum das so wichtig war, dass du sie gemacht hast? Also mit 21 habe ich mich anders gefühlt als mit 15. Da hatte ich eine Panikattacke bekommen im Auto tatsächlich und habe erstmal gar nicht gewusst, was los ist. Habe halt gezittert, ganz starkes Drücken auf der Brust gehabt. Es ist nicht mehr weggegangen, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich wollte auch nicht mehr leben. Also ich habe dann die Notbremse gezogen, als ich über die Straße gehen wollte und mir einfach gedacht habe, boah, wenn das Auto dich jetzt erwischt, ist es vorbei. Geil. Mhm. Weil dann hast du endlich diese Rastlosigkeit nicht mehr. Du kannst die Augen zumachen und bist einfach entspannt. Und da habe ich gemerkt... Ja, gleich und ähnliches Alter. Ja, und da habe ich gemerkt, das geht nicht, das stimmt was nicht, weil eigentlich mochte ich ja mein Leben. Und davor ging es mir relativ gut. Das war ja so phasenweise. Und dann habe ich gesprochen mit einer Freundin von mir, die mich eigentlich immer verstanden hat. Das ist meine allerbeste Freundin, seitdem ich 3 bin. Bin auch zu Ärzten gegangen, weil ich ja gar nicht wusste, was es eben ist. Auch dieses Drücken auf der Brust, das muss man sich vorstellen, wie so ein stechenden Schmerz ständig. Und diese Unruhe. Und dann bin ich zum Allgemeinarzt gegangen, weil, wie gesagt, also ich wusste ja nicht, was das ist. Und dann haben die mir erstmal Tavor verschrieben. Oh yeah. Das ist so ein Medikament, was ich halt krass, ne? So ein Tranquilizer. Da kannst du eine Tablette am Tag nehmen, dann geht's. Ja. Und habe mir gedacht, okay. Als erstes Medikament dann Tavor. Dann habe ich die gegoogelt. Geil, muss der Arzt starke, auch. Unfassbar krass. Starke Abhängigkeit. Also da fängt's an. Und dann, Wie alt warst du da gerade? 21. Und dann habe ich weitergesucht und gesucht. Boah. Und habe durch eben meine beste Freundin und auch durch meine Eltern dann, die mich dann sehr unterstützt haben, verschiedene Anlaufstationen gesucht, bin da wirklich immer hin, haben auch ein EKG gemacht, um zu untersuchen, ob was halt bei meinem Herz nicht stimmt, weil ich ja dieses Herzrasenkopf hatte. Und dann wurde halt irgendwann diagnostiziert, dass das halt eben eine Depression ist, beziehungsweise Panikattacken und Angstzustände. Und dann habe ich angefangen, eine Therapie zu machen. Und wurde da auch medikamentös begleitet für ein Jahr. Es war ein sehr neues Medikament, damals aus den USA, das für ein Jahr genommen. Und so wurde dann eben die Diagnose gestellt. Und langsam wurde es dann besser. Ich bin gerade wirklich so schockiert, dass du da Tabo bekommen hast. Ich wollte gerade nachfragen. Sorry, dass ich unterbreche, aber weil ihr habt so krass gerade reagiert und ich war so, erklär mir mal bitte jemand Tabo. Ich habe schon von Tabo in Büchern gelesen. Das Schlimmste und Beste, was es gibt. Also, wenn es dir akut ist, du solltest es auf gar keinen Fall nehmen, dass du nicht unbedingt musst. Ja. Okay. Aber wenn du wirklich denkst, ich kriege keine Luft mehr, gar nichts mehr, es ist ein Notausgang, den es halt gibt. Es ist ein Notausgang, der abhängig macht, schnell abhängig macht. Schnelles Beruhigungsmittel, kurz. Genau, und das wirkt sehr, sehr schnell und extrem zuverlässig. Deswegen ist es aber auch wahnsinnig verführerisch, dass quasi schon, wenn man schon merkt, deswegen musst du es eigentlich gleichzeitig angehen mit einer Gesprächstherapie oder mit irgendwas Begleitendem. Es ist halt wirklich ein Pflaster, was du drauflegst auf eine blutende Wunde. So. Okay. Genau. Aber dafür wirkt es halt wahnsinnig gut. Deswegen habe ich auch gesagt, wo ist der Arzt? denn im besten Fall wird es sehr, sehr vorsichtig verschrieben. Mhm. Ja. Ich habe eine ganze Packung bekommen. Ne? Ja. Gott sei Dank hatte ich damals schon die Intelligenz, einmal zu googeln, was ich da überhaupt nehme. Und ich habe das ein einziges Mal genommen, als es wirklich nicht mehr ging, als ich am ganzen Körper gezittert habe. Ich habe es einmal genommen, ich war 4 Tage wirklich neben der Spur. Also nach einer Tablette? Ja, wirklich. Also mir hat die so niedergestreckt. Und das ist halt so krass, weil oft werden Medikamente einfach mal so verschrieben, jetzt wie bei dir. Das ist einfach für mich pures Rückstellen. Einfach so, ja, nimm das mal und sei einfach leise, geh wieder. Also in den Kliniken wird das sehr gerne gemacht und da ist es wirklich völlig fehl am Platz. Denn da hast du ja eigentlich 24/7 professionelles Hilfsteam um dich herum. Das unterbesetzt ist natürlich. Das ist natürlich unterbesetzt und so weiter. Und wenn das da, oft ist es dann auch so, dass es dann einfach mal allen gegeben wird abends, damit es irgendwie ruhiger wird. Und sowas auch bei Leuten, wo das einfach, die wegen was anderem da sind oder sowas.
Es ist auf jeden Fall ein Medikament, ist, was jeder kennt hier in dieser Runde. Der irgendwie das Problem damit ist, dass du da halt ja eigentlich lernst, also bei einer Panikattacke, ich muss was nehmen, ja, weil sonst hört es entweder nie auf, ich sterbe, sowas. Also du denkst bei einer Panikattacke wirklich, du stirbst. Ja. Genau. Ja. Und wenn ich dann eine Tablette nehme und dann geht's weg, dann habe ich ja wohl recht gehabt. Mhm. Dann sterbe ich ja wohl, wenn ich nicht die Tablette nehme. Und du musst und ich lerne überhaupt nicht, dass ich das bewältige. Ich habe jetzt welches oben mit, weil ich von dem Zeug, weil ich auch immer das habe. Ich habe das seit langem im Geldbeutel, weil ich dann weiß, im Notfall hätte ich das. Also ich bin da voll drauf reingefallen, oder zu wissen so. Wenn ich irgendwann funktionieren müsste oder irgendwie Flugangst oder whatever, bei mir hilft es ganz gut zu wissen, ich hätte es und nehme es dann halt nicht. Also man muss eigentlich lernen, dass man nicht stirbt und das selber bewältigen kann. Also dass das von selber weggeht, ne? Also dass die Angstkurve wieder abflacht. Aber das lernt man da nicht. Atmung. Ja. Ah, das hört sich doof an, aber nee, ist gut. Tief, voll wichtig. Ein und aus, was mir auch immer geholfen hat, weil du auch nach meinen Tools gefragt hast, war Klopfen. Mhm. Einfach so. Und mir selber quasi eine Welt geschaffen habe, die mir Halt gibt. Mhm. Kathi, wenn du jetzt heute an dich denkst und an das, was quasi früher passiert ist, diese wirklich krassen Depressionen, hast du heute manchmal Angst, dass das wiederkommen könnte? Nee, tatsächlich nicht. Aber auch aus dem Grund, weil ich genau verstanden habe, wer ich bin. Und wieso ich das bekommen habe. Ich sag mal so, wenn jetzt ein Todesfall passiert oder wirklich einen Schicksalsschlag, dann schließe ich das nicht aus. Aber ich glaube, dass ich mittlerweile so gefestigt bin, dass ich sehr gut damit leben kann. Ich glaube auch, dass wenn man das in dem Ausmaß hatte, man ist nie wieder zu 100% der Mensch, der man mal war. Aber das will ich auch gar nicht sein. Ich kann jetzt sagen, zu 90% bin ich gesund. Diese 10% sind die Angst vor der Angst vielleicht. Und dass ich das vielleicht durch einen Schicksalsschlag oder sonstiges wieder erleben muss. Aber ich merke mittlerweile, dass mein Körper, es gibt ja auch die Psychosomatik, mir eindeutige Signale sendet. Das heißt, wenn ich merke, es ist mal was zu viel oder was brauche ich oder was sollte ich jetzt tun, kann ich relativ gut darauf hören. Und ich kann auch gut entspannen. Und das ist für mich ganz wichtig, eben diese Balance zu finden. Deswegen glaube ich, dass ich mittlerweile eben auch diese Mission verfolgen kann. Weil für mich hat es funktioniert. Ich habe meine Eigenarten bestimmt. Ich habe auch meine Tools. Und ich habe auch meinen Sport, der mir enorm viel Kraft gibt. Und ich habe mir eben diese Anker geschaffen, die mich gesund machen tatsächlich. Und du gibst dein Wissen jetzt auch weiter, arbeitest mit Jugendlichen zusammen. Ich will mit dir über dein Programm sprechen, das Kathi Hummels Programm. Was genau ist das? Also das erste Programm, was umgesetzt wird und jetzt auch bald ready ist, ein bisschen dauert es noch, ist ein Mental Health Basic Kurs für SchülerInnen. Und zwar frei zugänglich. Da wird erklärt, was ist eine Depression, wie bekomme ich das, was kann ich tun. Mein Wunsch ist, dass man gezielt an Schulen geht, Lehrmaterialien zur Verfügung stellt und LehrerInnen versucht zu coachen, weil die sehen die Schüler ja meistens. Und dass man eben gezielt da ansetzt, wo man eben am meisten machen kann. Und das ist eben in der Schule. Und dass man dieses Gefühl bekommt, was jetzt nicht heißt, dass man Lehrern das nicht zutraut, dass sie diese pädagogische Kompetenz besitzen. Aber zu sehen, was da ist und genau zu wissen, was kann ich tun, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und wir fangen jetzt mit diesem Mental Health Basics Kurs an. Der ist jetzt gerade in der Entwicklung und ich freue mich schon, wenn ich es endlich launchen darf. Und dann weiter an Schulen gehen, Lehrmaterialien stellen, auslegen, Verständnis schaffen. Was für ein spannender Talk. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann geht es hier lang. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr gegen Mobbing vorgehen könnt, dann geht es hier lang. Die KollegInnen von Psychologik wissen Bescheid. What?